Solange es den Mitochondrien gut geht und solange diese Kooperation zwischen Mitochondrien und Zellkern funktioniert, die ist eben essentiell, auch um Krebs vorzubeugen. Und alles, was die Mitochondrien stärkt, und da gehört jetzt zum Beispiel metabolische Flexibilität ganz stark dazu, aber auch Sachen wie, gut, dass man genügend Mikronährstoffe zu sich nimmt, die die Mitochondrien brauchen. Das ist sowieso auch klar, wird aber oft übersehen. Ja? Und da sind wir zum Beispiel dann auch wieder bei der Wichtigkeit tierischer Produkte. Weil letztlich ganz einfach erklärt, ja, ich esse die Mitochondrien von einem anderen Säugetier, was mir biologisch gesehen extrem ähnlich ist. Also habe ich natürlich dann auch alle Mikronährstoffe, die meine Mitochondrien brauchen, in der bestverfügbaren Form. Aber auch so Sachen wie Kältetraining, wie Sport natürlich, Sauna, das stärkt halt alles die Mitochondrien. Und das ist alles letztlich nützlich für die Krebsprophylaxe.